Servus Leute, was geht? Mein Name ist Phantom. Ich habe halt für euch Call of Duty 4 Freefall auf der Map verwuchert. Und das Gameplay ist ziemlich cool, weil ich bin danach gejoint. Der erste hatte gerade 15 Kills. Also das werdet ihr jetzt hier gleich sehen. Der erste hatte 15 Kills und ihr wisst ja, bei Call of Duty 4 endet das Freefall-Spiel, wenn der erste 25 Kills hat. Das heißt, der hat nur mit 10 Kills gebraucht. Und ich bin nachgejoint und habe meine 25 Kills gehabt, bevor der seine 10 Kills hatte. Das heißt, ich war extrem schnell. Und ich habe da extrem viel Luck auch, muss man dazu sagen, gehabt. Aber es ist ein ziemlich cooles Gameplay. Ich habe euch ja letztes Commentary ein bisschen was über das Bundesheer beim Alltag noch erzählt und da habe ich einen Gefechtsdienst nicht ganz ausfassen können und deswegen werde ich euch jetzt ein bisschen was über den Gefechtsdienst noch erzählen und wenn es dann doch ist, dass das Gameplay nicht schon aus ist, wovon ich nicht ausgehe, weil das Gameplay relativ kurz ist, dann werde ich eventuell so ein bisschen nachkommentiertes Live-Kommentieren betreiben, wenn ihr versteht, was ich meine. Das werdet ihr dann eh sehen, wenn es soweit ist. Aber jetzt fangen wir mal mit dem Gefechtsdienst an. Und zwar, Gefechtsdienst ist es so, also ihr vielleicht könnt euch noch erinnern, es gibt Kasernendienst und Gefechtsdienst, wenn man in der Kaserne ist, Kasernendienst halt in der Kaserne und es ist halt so, dass du Sport machen musst. Wenn du Gefechtsdienst hast, fängt der Tag schon mal ganz anders an. Ich meine, klar, um 7.20 Uhr musst du draußen stehen, aber nicht nur in deiner normalen Montur, in deiner normalen Garnitur, nein. Und du musst schon mal in der Kampfweste und den Rucksack und das muss alles schon mal am Mann sein und das musst du schon runtertragen und da unten stehen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, um 7.20 Uhr erstmal die 30 Kilo runterschleppen oder halt zum Platz schleppen, wo du stehen musst. Danach machen die Vorgesetzten erstmal so eine Art Besprechung, das dauert einmal 30 Minuten. Das heißt, du stehst 30 Minuten mit 30 Kilo am Rücken einfach mal so um 7.20 Uhr in der verschissenen Früh herum. Ja, könnt ihr euch vorstellen, da ist man schon mal gut gelaunt. Danach geht's direkt raus aus der Kaserne in Richtung Wald, je nachdem, was halt in der Nähe ist. Ist bei uns halt zum Glück der Wald. Und dann geht's halt raus. Und dann denkt man, gut, gemütliches Rausgehen ist da aber nicht. Nein, da wird gefechtsmäßiges Einfließen gemacht zum Checkpoint, wo du dann halt mehr oder weniger richtig dein Gepäck ablegen kannst und mit der Ausbildung beginnst. Bis dahin musst du aber noch deinen Rucksack dabei haben und dich tarnen. Und das ist der nächste Punkt. Da bist du dann nachher um 7:30 kannst sagen, bist hier gerade draußen beim Waldrand, also dauert so 10 Minuten, also nein, warte, um 8 nachher, nach der Besprechung, dann dauert es nochmal so circa 10 Minuten, bis du im Wald bist. Und dann beginnst du mit dem gefechtsmäßigen Herumgehen und mit dem Tarnen. Und das ist schon mal super, wenn du sagst, um 8 du kannst dich anfangen zu schminken, weil da hast du so eine scheiß Schminke, die nicht mal runter geht gescheit. Und das schmiert sich über das ganze Gesicht. Dann musst du noch deinen Helm tarnen mit Büscheln, dann musst du ganz mal Gras ausreißen und darfst nicht vergessen, es ist saukalt auch noch in der Früh. Und das kann man dann schon mal erstmal ganz, ganz, ganz schön machen. Das ist natürlich schon mal super, da ist man erstmal total gut gelaunt. Und nachher muss man noch gefechtsmäßig herumlaufen. Das heißt, du musst alles durchsuchen, du musst mit der Waffe im Anschlag sein, hinten noch die 30 Kilo am Rücken und so weiter und so fort. Und dann irgendwann ist man mal voll richtig schön anzifft, also schon gar keine Lust mehr auf den Tag, schon eigentlich voll fertig gefahren, hat schon gar keine Puste mehr. Kommen wir erstmal zum Checkpoint und dann geht die Ausbildung los. Dann macht man Ausbildung, Mittagessen gibt es halt auch warm, muss man halt aus seinem. Da gibt es so ein Essgeschirr, so ein mobiles, das man halt dabei hat, das ist extrem scheiße. Muss man nachher natürlich auch waschen und putzen wieder. Und dann gibt es halt Essen zum Mittag und Abendessen gibt es dann auch. Der Gefechtsdienst geht meistens jedoch bis 20 Uhr oder 22 Uhr, je nachdem. Und nicht, dass du danach sagst, ja, jetzt sind wir eh schon so hart rausgegangen und der Tag ist eh schon richtig fett im Arsch. Nein, danach kommt mal das gefechtsmäßige Einfließen in die Kaserne. Da hast dann deinen Rucksack wieder drauf und kannst mit 30 Kilo extrem sprinten. Das ist circa so 2 Kilometer ist die Kaserne von unserem Checkpoint entfernt. Und das heißt, da kannst du mal voll rüber sprinten, extrem Gas geben und alles nochmal so richtig schön für den Arsch. Und das Game ist schon vorbei. Fuck, war das kurz. Naja, 25.0 würde ich sagen, ich bin dann auch nachgestanden und habe extrem geownt. 25.0, ich würde sagen, das war's auch schon von mir heute. Ich werde die nächsten 2 Tage wieder ein Video hochladen, das heißt, es gibt sogar mehr. Und sogar 3 Videos die Woche, Wahnsinn. Gut, ich würde sagen, macht's das gut, bis zum nächsten Mal. Hast noch einen schönen Tag, tschüss.